Ich hoffe, es geht euch bestens. Genau, das Ganze wird aufgenommen. Für die Leute, die es nicht schaffen, heute mit am Start zu sein. Und jetzt möchte ich euch eine zweite Erfahrung teilen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, ja, die einen riesen Einfluss hatte die letzten 2, 3 Jahre auf mich. Und früher, als ich angefangen habe mit dem ganzen Sport und meine ersten Beziehungen zu haben mit Frauen und den ganzen Kram, hatte ich immer dieses Mindset, ich hoffe das. Auch als ich getanzt habe, als ich Breakdance gemacht habe damals noch und gegen Leute getanzt habe, war immer ein Tick meines Mindsets, ich hoffe, dass ich gewinne. Ich hoffe, dass dieser Trick klappt. Ich hoffe, dass diese Frau sich in mich verliebt. Ich hoffe, dass diese Beziehung besser wird. Auch hier in dem Unternehmen mit Hit the Beat. Ich hoffe, es wird erfolgreich. Ja? Und durch dieses permanente Hoffen habe ich keinen richtigen Glauben an mich selbst herausgearbeitet mit ich schaffe das, ich will das. Ja? Mein Umfeld, in dem ich mich damals befunden habe und befinde, jetzt nicht mehr befinde, aber befunden habe, ich habe mich nie über diese Themen ausgetauscht. Glaubt ihr an mich? Findet ihr gut, was ich mache? Man hat nur so vor sich hergelebt und gar nicht miteinander kommuniziert. Letztens hatte auch ein Freund von mir gesagt, glaubst du, einer von uns schafft es? Also permanente Zweifel, anstatt zu sagen, hey Peter, wir schaffen das, du schaffst das, kommen so Sätze. Glaubst du, einer von uns schafft das, den Weg, erfolgreich zu werden? Jeder er definiert Erfolg anders. Was möchte ich euch damit sagen? Dass durch ein Umfeld, das nicht an euch glaubt und das ihr selber nicht an euch glaubt und ihr nur in Hoffnung permanent, ich hoffe, das wird besser, ich hoffe, das wird besser, und euer Umfeld euch nicht pusht, euch nicht unterstützt, nicht sagt, ey, du schaffst das, ich glaube an dich. Weil manchmal sehen Leute von außerhalb Dinge, die ihr selber nicht seht. Und deswegen solltet ihr achtsam sein und bewusst sein für eure Gedanken und für euer Umfeld. Weil ich bin mir sicher, klar wurde ich einer der besten Breakdancer. Aber vielleicht wäre ich der Beste geworden, wäre ich nicht permanent nur, ich hoffe das, ich hoffe das, ich hoffe das. Mein Umfeld hat nicht einmal zu mir gesagt, ey, du schaffst das. Einfach nur cool, keiner hat miteinander geredet über Emotionen, über Gedanken. Deswegen schafft euch ein Umfeld, das es euch erlaubt, über Gefühle und Gedanken zu sprechen. Und schaut mal, wie kommuniziert ihr miteinander? Glaubt euer Umfeld an euch? Glaubt ihr selbst an euch? Und wenn euer Umfeld nicht an euch glaubt, dann wird es ist möglich, aber schwer, dass ihr selbst anfängt, an euch zu glauben. Da braucht ihr so eine starke Geisteshaltung, so ein starkes Mindset. Es ist unglaublich schwer. Und die letzten 2 Jahre hat sich bei mir was geändert, weil ich Menschen um mich herum gesammelt habe, die extrem an mich glauben. Richtig krass. Jetzt kommen mir sogar die Tränen. Und seitdem geht alles besser voran. Energie, Kraft, Liebe. Und deswegen wünsche ich mir euch, dass ihr euch auch ein Umfeld schafft, das 100% an euch glaubt. Und ihr werdet merken in eurem Leben, wie viel sich Dinge verändern werden. Es ist einfach unglaublich, mit was für einer Lebensfreude ich jetzt mein Leben lebe. Und das wünsche ich mir natürlich für euch auch. Genau, das war's aus den ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe. Und diese Erfahrung hätte ich gerne viel früher gemacht, weil der Glaube an das, was man liebt, was man sich vorstellt, welche Fantasie man hegt, die wird ausschlaggebend sein, wie sehr ihr eurem Ziel, eurem Leben, das ihr euch wünscht, näher kommt. Daher arbeitet,
mit euren Freunden, mit euch selbst, reflektiert euch, beobachtet euch und macht nicht unnütze Dinge, die euch nur ablenken. Alkohol zum Beispiel war auch früher mal ein Thema bei mir. Versucht, diese Dinge von euch zu distanzieren, die euch weg von euren Gefühlen bringen, die in euch sind. Das war's dann von meiner Seite. Danke, dass ihr mir da so zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Es lag mir sehr auf dem Herzen, euch das mitzuteilen. Und ja, entlasse euch quasi mit diesen tollen Gedanken, Gefühlen in das Wochenende. Bleibt stark, genießt euer Leben und danke, dass ihr heute da wart und auch glaubt, dass dieses Workout auch Leute nach vorne bringt und euch selbst. Bye bye. Wer möchte noch ein Abschlussfoto, könnt ihr gerne machen. Kommt gut heim und ich wünsche euch ein sehr zufriedenes Leben und viel Erfolg. Und viel Freude. 5, 6, 7, 8.